Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mich noch mal gemeldet für ein paar Bemerkungen zu dem Thema, was sehr wichtig ist, und ich bin auch für den Antrag sehr dankbar. Ich würde dem Kollegen Voss nur sagen, dass ich doch bei der Bezeichnung Autokratie ein bisschen vorsichtiger wäre, denn Polen und Ungarn sind immer noch Demokratien, auch wenn wir wissen, dass da der Rechtsstaat in Gefahr ist. Da gebe ich Ihnen völlig recht, aber sie sind doch noch mal von anderer Qualität als, sagen wir mal, Weißrussland oder die Türkei. Zum anderen sehe ich es auch so, dass es einfach ein politischer Fehler war, diese beiden Dinge zu verknüpfen. Also Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit, ja, unbedingt. Aber warum verknüpft man das mit den doch dringend benötigten Corona-Hilfen, die ja schon lange blockiert worden sind durch diese Verhandlungen, durch diese Konditionalität? Das hätte man nicht machen sollen aus meiner Sicht. Dann wäre das Geld auch schneller geflossen. Denn die Rechtsstaatlichkeit hätte man auch anders feststellen können. Da gibt es ja andere Instrumentarien. Zum Bericht der EU-Kommission wurde auch eben erwähnt, finde ich auch sehr wichtig, dass das mal untersucht wird, weil wir wissen ja auch schon seit langem, dass Gelder, die ja dringend benötigt werden, ja auch durch Korruption in manchen Ländern eben abfließen, dass es die Unabhängigkeit der Medien leider nicht überall gibt, in der Slowakei zum Beispiel nicht, aber lustigerweise laut Bericht auch in Österreich oder in Luxemburg ist die gefährdet, die Unabhängigkeit der Medien. Und auch Deutschland kommt in dem Bericht vor, das dürfen wir nicht verschweigen, denn hier wird ja festgestellt, dass die Staatsanwaltschaften immer noch weisungsgebunden sind. Das wird also auch negativ festgestellt. Also insofern müssen wir uns breiter aufstellen, was das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und deren Überprüfung bedeutet. Und die EU selber, das darf man auch nicht verhehlen, deswegen habe ich hier auch einen aktuellen Artikel mitgebracht. Die EU selber hat ja nun nicht nur die eigenen Verträge, Maastricht, Schengen, Dublin, ich habe es hier schon öfter gesagt, verletzt, sondern sie verletzt aus Sicht von Experten, ich bin nun kein Jurist, auch jetzt mit diesem neuen Finanzpaket, also ich rede von den Corona-Hilfen, die eigenen Regeln, denn man bezieht sich bei dieser Corona-Hilfe auf Paragraph 122, der ist für den Katastrophenfall vorgesehen. Dort soll die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Aber wir wissen ja auch alle, dass mit den Corona-Hilfen eben nicht nur der Katastrophenfall sozusagen geheilt werden soll, sondern es soll eben auch der sogenannte Klimaschutz und die Digitalisierung nach vorne gebracht werden. Insofern ist das eine Zweckentfremdung, die durchaus juristisch anfechtbar ist. Das andere ist auch die Rückzahlung. Also die Rückzahlung ist nicht klar geregelt. Die Rückzahlung der Hilfen, die ja zum Teil aus Zuschüssen und nicht aus Krediten besteht, soll ja aus den Mitgliedsbeiträgen der Mitgliedstaaten erfolgen. Auch das ist gefährlich, denn das würde gegen das Haushaltsrecht verstoßen. Und zuletzt sage ich auch noch mal kurz, zitiere den Europarechtler von der Humboldt-Uni, das ist der Professor Ruffert, der hat jetzt gerade in einem aktuellen Artikel, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidiums, hat er gesagt, mit dem Finanzpaket soll ein vorher nicht vorhandener Finanzausgleichsmechanismus etabliert werden. Das entspricht qualitativ einer EU-Vertragsänderung. Der Bundestag möchte dem Paket mit einfacher Mehrheit zustimmen. Kommen Sie bitte jetzt nötig zum Schluss. Wäre jedoch eine Zweidrittelmehrheit, das ist eine Einladung zu einer Verfassungsbeschwerde. Zitat Ende. Ich stelle also fest, Rechtsstaatlichkeit ja, aber das gilt auch für die EU selber. Dankeschön.